Ja, harte Worte diesmal, aber Sie wissen ja, dass ich darüber nachdenke, dass wir aufhören sollten mit der Zeitvergeudung an die alternativen Szenen, also an die gesellschaftskritischen alternativen Szenen. Ich fürchte, dass wir am Ende bei dem Endresultat bleiben müssen, auch wenn ich heute Abend wieder ein Gespräch oder samstags abends mit der alternativen Szene der Schenkerbewegung zum Beispiel kommuniziere. Aber ich glaube, das ist eigentlich reine Zeitvergeudung, denn die alternativen Szenen sind nicht die Zukunftshoffnung der Menschheit, sondern wahrscheinlich wirklich der geistig vollends verwirrte Müll jeder Gesellschaft, jeder kapitalistischen Gesellschaft, also dass die Verirrten durch vorteilbringende Irrtümer in Irrungen und Verwirrtheit gebrachte Müll der Gesellschaft, der diese ganz zu zerstören neigt, denn diese ganzen alternativen Szenen, wenn die ihre Irrtümer jetzt in eine Gesellschaft umsetzen würden, würden sie diese Gesellschaft vollends zerstören. Ich denke gerade an die Querdenker, die dann dieses verrückte Rudolf Steiner Konzept einer Verstaatlichung des Gesundheitswesens zum Beispiel einführen würden, was auch manche Linksextremisten wollen, und so weiter. Was aber dazu führen würde, dass ich jetzt wieder einen motivationslosen Arzt habe, der eventuell dann an mir als Patienten gar kein Interesse mehr hat, weil er sein Geld auch ohne mich kriegt, sozusagen. Der Fehler im Kapitalismus ist ja nur, dass der Arzt die größten Profite machen kann, wenn er mich krank hält, ja? Und dieser Fehler im Kapitalismus, der wird ja durch die Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination, die GWÖ-GWO-Kombi, beendet, sodass er nur noch Profite machen kann, wenn er mein Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand genau maximal verbessert sozusagen. Und ja, und von daher ist also sozusagen diese Vorstellung, dass man das Gesundheitswesen heilen könnte, indem man es verstaatlicht, völlig unrealistisch, weil wir haben doch mit der GWÖ-GWO-Kombi die Möglichkeit, den Arzt weiterhin zu motivieren, zu belohnen, aber diesmal nicht für das Erzeugen möglichst vieler, möglichst lange chronisch krank bleibender Dauerpatienten, die viel Geld bringen, sondern genau umgedreht, jetzt gibt es viel Geld für um aus mir einen chronisch Gesunden, der nie krank wird, zu machen. Dafür gibt es dann viel Geld, ja? Und ich habe lieber einen Arzt, der in diese Richtung motiviert ist, als den gleichgültigen staatlichen Arzt, der wie diese verwirrte Querdenker-Szene es wollte, sozusagen, dass dann also wieder der Arzt völlig motivationslos vor sich hingammeln kann und auch gar kein Interesse hat, seine alten vorteilbringenden Irrtümer überhaupt zu korrigieren und aufzugeben. Warum sollte er so? Er kriegt sein Geld jetzt doch sowieso. Seine Leistung wird ja nicht mehr gemessen, seine Gesundheitsförderungsleistung wird nicht gemessen. Und wollte man sie messen im staatlichen System, dann haben wir ja wieder die GWÖ-GWO-Kombi, denn die GWÖ-GWO-Kombi misst halt einfach die Gesundheitsförderungsleistung der Ärzte und belohnt danach und dementsprechend, ja? Und dann wäre es ja wieder kein staatliches Modell mehr. Ja, so viel für dieses Thema.